Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung im Bereich der Parapsychologie. Wir sind bei deren Teil 13 gelandet, wo wir uns mit der Theorie von Post- und Retrokognition auseinandersetzen. Und das werden wir diesmal wieder in zwei Teilen machen müssen, einfach weil es sehr umfangreich war und ich das nicht in einer Präsentation zusammenfassen kann. Und in Teil 1 werden wir uns hauptsächlich mit der Beschreibung, also der kurzen Erläuterung, was es ist, Post- und Retrokognition befassen und uns dann einige Beispiele anschauen. Und bewaffnet mit diesem Wissen, mit ein paar Beispielen im Kopf, werden wir uns dann später in Teil 2 anschauen, mit welchen Theorien man rangehen könnte, um zu versuchen, dieses Phänomen zu erklären. Ja, bevor wir aber mit der ganzen Sache anfangen, schauen wir erstmal wieder in unsere Kladistik, die wir hier versuchen zu etablieren. Wir bleiben nach wie vor im großen Block der Phänomenologie und sind bei der Prüffrage angelangt. Handelt es sich um Menschen, welche Ereignisse wahrnehmen können, obwohl dies eindeutig außerhalb der normalen Wahrnehmung liegen? Falls nein, kommen wir zur nächsten Prüffrage. Die müsste dann in Teil 13, 14, 15, 16, in Teil 17 drankommen. Falls ja, dann sind wir hier in dieser Vorlesung und den folgenden richtig. Dann sind wir bei der ASW, der außersinnlichen Wahrnehmung, kurz also Wahrnehmung, die außerhalb unserer normalen Sinne erfolgt, Wissen, was man sich angeeignet hat oder erhalten hat, ohne dass man das mit den uns bekannten Sinnen irgendwie hätte erfahren können. Da kann man nochmal unterteilen, indem man eine Prüffrage stellt. Wann fanden diese Ereignisse aus Sicht des Zeitpunkts des Wahrnehmenden statt? Da haben wir drei Varianten. Hat der Wahrnehmende sozusagen einen Blick in die Vergangenheit erhascht, dann sind wir hier in der Post- und Retrokognition, die wir uns in Präsentation 13 und 14 anschauen werden. Gegenwart, also ich sag mal live, man sieht also quasi einen anderen Ort ab, dieselbe Zeit. Dann sind wir bei der speziellen außersinnlichen Wahrnehmung, wird wahrscheinlich dann Teil 15 sein, wenn wir es hinkriegen, das müssen wir ja schauen. Und Zukunft ist die Präkognition bzw. Hellsehen. Das ist dann Teil 16. Okay, wir bleiben jetzt einmal bei der Post- oder Retrokognition. Beides gängige Begriffe. Wir fangen allerdings erstmal ganz allgemein mit der ausländischen Wahrnehmung an. Der wird oft weit gefasst und umfasst dann jedes Erfahren von Ereignissen, welches sich der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung entziehen. Beim Thema der speziellen außersinnlichen Wahrnehmung, also in Präsentation 15, schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Wir werden hier, weil wir das auch bei uns so machen, eine differenzierte Einteilung nach dem Zeitpunkt vornehmen. Und zwar, ob die wahrgenommenen Ereignisse in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen. Gibt Pro- und Kontra-Indikatoren, warum man das so machen kann. Kontra ist im Prinzip, dass man sagen könnte, ja Moment, wir könnten uns doch allgemein nur mit dem Überbegriff außersinnlicher Wahrnehmung befassen, weil das ist alles irgendwie ähnlich, nur der Zeitpunkt ist anders, aber das Prinzip, man nimmt irgendwas wahr, was man eigentlich auf normale Weise gar nicht hat erfahren können oder erfahren hat. Das wird also höchstwahrscheinlich alles ein und dieselbe Ursache haben. Das ist durchaus eine Argumentation, die richtig ist. Allerdings ist es ganz gut, trotzdem unserer Meinung nach, dass diese Spezialbereiche zu teilen, auch wenn, ich sag mal, grundlegend dieselbe Erklärung für alle Zeitpunkte zugrunde liegt, sind es doch unterschiedliche Sachen, die man auch unterschiedlich dokumentieren sollte. Denn es ist so, es gibt zwar Menschen wie Croisset, dieses berühmte Medium, die in der Lage sind, alle Zeiten abzudecken, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Allerdings sind das eher die seltenen Fälle. Meist ist es so, dass Betroffene, die solche Fähigkeiten entwickelt haben, nur in eine Richtung können, also Gegenwart oder Zukunft oder Vergangenheit. Meist ist es nicht, dass die übergreifend das haben können. Warum das ist, ist natürlich nach wie vor ungeklärt. Das ist so ein bisschen ja auch Mitaufgabe der Parapsychologie, jetzt vielleicht nicht explizit für unsere Gruppe, weil wir wirklich eher auf die örtlichen Sachen versuchen zu gehen, aber im Prinzip ist es auch Aufgabe der Parapsychologie und es wurden viele spannende Experimente gemacht. Aber deswegen ist es sinnvoll, die noch in diese Untergruppen zu unterteilen, weil es halt in den meisten Fällen, wenn man jemanden hat, der eine ausländische Wahrnehmung hat, die immer nur in eine zeitliche Achsenrichtung geht. Und deswegen ist es ganz interessant, diese einzeln zu betrachten. Hierbei werden wahrgenommene Ereignisse, die bereits stattgefunden haben, also in der Vergangenheit liegen, als Post- oder Retrokognition bezeichnet.
Wichtig dabei ist, es muss sich um vergangene Ereignisse handeln, welche der Wahrnehmende unmöglich über gewöhnliche Wege, also Recherche, Bekannte oder was auch immer, erfahren haben kann. Berühmtes Beispiel, was ich aber leider nirgendwo wiederfinde, weil das zu den Zeiten, wo ich damit angefangen habe, mir einmal unter die Finger gekommen ist, ich aber nicht aufgeschrieben habe, weil ich das damals noch nicht als wichtig erachtet hatte, weil ja der Fokus damals nur sozusagen auf Spuk lag und nicht auf außersinnliche Wahrnehmung, ist, dass eine irgendwie erzählt hat, was beim Öffnen der Pyramide, der großen Cheops-Pyramide zu finden sei und erst später dann die in diesen diagonalen Schacht reingegangen sind mit einem Roboter und die Trennwand geöffnet haben. War sehr spannend, das konnte sie zum Beispiel unmöglich wissen, deswegen passt das jetzt ganz gut hierher und vor allem, weil es nicht in den Beispielen ist, die hier folgen. Und gut zeigt, wie hätte sie das wissen können, wenn selbst da noch nie einer drin war. Oftmals handelt es sich hierbei um Informationen, die nur einer speziellen Kreis oder bisher sogar komplett unbekannt waren. Ist natürlich die Schlussfolgerung, dadurch können es die Leute meistens nicht wissen. Wir werden hier auch auf Sachen eingehen, wo man über das Thema Reinkarnation sprechen könnte, weil es liegt natürlich nahe zu denken, wenn jemand Informationen aus der Vergangenheit erhalten hatte, die ihm selbst nicht zugänglich waren, vielleicht weil sie sehr detailreich sind, stellt sich die Frage, ist er vielleicht die Reinkarnation von jemandem, der solche Informationen hatte und hat deswegen Zugang dazu? Das ist natürlich höchst spekulativ. Ich werde euch aber hier ein paar Beispiele vorstellen auch, wo man überlegen muss und sagen muss, puh, Reinkarnation ist theoretisch jetzt erstmal die plausibelste Antwort auf die Sache. Und das ist, denke ich, ein guter Übergang zu den Beispielen, womit wir jetzt anfangen, und zwar mit Beispiel 1, Puys bei Dieppe. Es trug sich am 4. August 1951 zu, dass zwei Engländerinnen nahe des Hafens von Puys bei Dieppe unterwegs waren. Und auf einmal hörten sie ein krachendes Getöse, Schreie, Detonation und Flugzeuglärm, welches zum Hafen zu kommen schien. Als sie jedoch nachschauten, war dort nichts zu bemerken. Sie haben also quasi nur ein akustisches Phänomen wahrgenommen, ohne eine Ursache zu sehen. Ihre Neugier war geweckt und sie begannen zu recherchieren, was das mit der Vergangenheit des Ortes auf sich hat. Dabei fanden sie heraus, dass am 19. August 1942 der Hafen von britischen und kanadischen Streitkräften angegriffen worden war und sie mental dieses Ereignis nacherlebt haben mussten. Sie hatten mental also eine Erinnerung dieses Ereignisses erfahren. Zweites Beispiel, Ray Bryant. Er war ein englischer Journalist, welcher sich bereit erklärte, mittels Regressionshypnose hypnotisiert zu werden. Für die, die es nicht wissen, das ist eine spezielle Hypnoseform, bei dem, ja, ich sag mal, Teile des Gehirns aktiviert werden und die Leute dann oft von verdrängten Erinnerungen berichten. Die wurde einst auch mal entwickelt zur Bekämpfung von Phobien, hat auch einigermaßen gut funktioniert, also ist so halb anerkannt, sage ich mal. Wird oft heutzutage in Verbindung mit Alien-Sichtungen und Alien-Entführungen gemacht, weil die Leute davon ausgehen, dass dort die Erinnerungen gelöscht werden und sie so wieder zugänglich werden. Lässt sich natürlich bis ins Letzte bei den Sachen ganz schwer nachprüfen. Allerdings war das halt nicht der Ursprung, man hat halt nicht gesagt, oh, alles klar, das müssen wir versuchen, sondern man hat halt Leute damals gefunden, die sich dann auf einmal an solche Entführungen erinnert haben. Und die haben sich dann immer weiter gedeckt und es wurden immer mehr Fälle bekannt. Irgendwann war es halt so publik, dass man halt nicht mehr sagen konnte, ja, alles klar, sind das, ich sag mal, einfach nur Nachahmer, die Interesse haben wollen oder sind das echte Entführungsopfer? Und beweisen konnte man es halt bisher auch noch nicht, weil wir haben, soweit ich weiß, noch nie ein echtes Raumschiff gefunden oder zumindest die Daten nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber kann man diskutieren, das machen wir aber viel später im Bereich der Xenologie. Wir bleiben erstmal hier, die Regressionshypnose im Bereich der Phänomenologie in Form der Post- und Retrokognition, wo Erinnerungen wieder wachgerufen wurden bei manchen Leuten an das, was sie als früheres Leben bezeichnen. Klingt jetzt erstmal natürlich, ja, kann man sich ausdenken oder so, aber ihr werdet gleich sehen, weil es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sehr, sehr spannend sind und die durchaus dafür sprechen. Ich möchte hier nebenbei sagen, ich stelle nur Fälle vor, bei denen es recht wahrscheinlich ist oder fast ausgeschlossen werden kann, dass es sich hier um eine Art Betrug handelt. Nun ja, also zu Ray Bryant. Der war halt Regressionshypnose unterzogen worden und in dieser behauptete er, er hätte eines seiner vorigen Leben gesehen, in dem er Soldat Reuben Stafford im Crimean Krieg war, welcher von 1853 bis 1856 stattfand.
Und im Rahmen dieses Krieges wurde er verletzt und bei der Regressionshypnose, die Gott sei Dank auf Video aufgezeichnet wurde und auch zu finden ist, kann man sehen, wie er den Moment nacherlebt, als er verletzt wurde. Man hört hier quasi, wie er mit seinen Soldaten vorstürmte und dann verletzt wurde. Ich zeige euch mal kurz den Ausschnitt. Forward! 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 Off to sleep. Sleep, Reuben. Sleep. Sleep, Reuben. Und bevor das passierte, hat er halt erzählt, wie und wann er zum Sergeant befördert wurde, wie hoch sein Sold war und dass er später eine Wunde erhielt, die Szene haben wir gerade gesehen, die ihn immobilisierte und er daraufhin aus der Armee austrat. Des Weiteren berichtet er, dass er anschließend als Waterman, das war ein interessanter Begriff, ein sehr spezieller Job gewesen, das war im Prinzip würdest du übersetzen Flussarbeiter, und der hat Passagiere über und entlang innerstädtischer Flüsse und Flussmündungen im Vereinten Königreich und seinen Kolonien befördert, gab es also nur relativ kurz, an der Themse in Millwall in Ostlondon arbeitete und dabei am 2. April 1879 ertrank. Hier links sieht man nebenbei die Sterbeurkunde. Und bei der Hypnose hat er halt auch das Ertrinken nochmal nacherlebt, was ich euch gleich zeigen werde. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass Experten dann versucht hatten, nachzuforschen. Und es stellt sich heraus, dass all diese Angaben, die er da gemacht hatte, richtig waren. Und das ist insoweit beeindruckend, dass halt das sehr viele Details beinhaltet. Also gut, dass man zum Sergeant befördert wurde, okay, mag plausibel sein, das passiert halt ab und an. Aber die genaue Höhe des Solds, wie er verletzt wurde, dass derjenige dann als Wartermann gearbeitet hat, wann er gestorben ist, wie er gestorben ist, das ist beeindruckend. Und das ist halt Wissen, das war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Das heißt, er lag noch ein Teil vor. Klar, es gab die Sterbeurkunde und es gab halt auch irgendwo ein Rekrutierungsverzeichnis, wo drin stand, dass er als Soldat gezogen wurde, wahrscheinlich auch wann er austrat. Aber selbst Experten haben eine Weile gebraucht, um all diese Puzzleteile zueinander zu fügen und um auf diese Geschichte zu kommen. Das heißt, ihm konnte eigentlich gar nicht das alles so bekannt sein. Das bedeutet, er muss irgendwie zwingend auf außersinnlichen Wege an diese Information gekommen sein. Und das entweder in Form von einer Post- oder Retrokognition, sprich in sein Gedächtnis, sondern aus irgendeinem Grund diese Erfahrung abgespeichert oder er hat irgendwie anders Zugriff darauf gehabt, auf eine übersinnliche Weise. Oder aber wir haben hier tatsächlich einen Fall von Reinkarnation und einen spannenden Beweis dafür, dass eventuell Erinnerungen sozusagen mitvererbt werden, auch wenn die vielleicht nicht immer abrufbar sind. Und jetzt kommt das nacherlebte Ertrinken. Auf to sleep, auf to sleep, Ruben. Damit kommen wir zum dritten Beispiel, Antonias Inquisition in Cuenca. Es dreht sich hierbei um eine Frau namens Eldi, die sich auch in Regressionshypnose begeben hatte. Dabei erlebte sie ihr altes Leben während der Inquisition ca. 1550 in der spanischen Stadt Cuenca nach. Ich sage so 1550, weil man sagt Mitte des 16. Jahrhunderts, kann natürlich ein weiter Spektrum sein, 1530 bis 1570 ist alles möglich, aber nur damit man so eine grobe Angabe hat. Die Amerikanerin konnte kein Spanisch und war noch nie in Spanien, beschrieb jedoch Details, die nur in Aufzeichnungen der Stadt vorhanden waren oder später durch ihre Informationen mit anschließender Recherche durch Historiker bestätigt wurden. Und jetzt, ehe wir zu den ganzen Beispielen kommen, sieht man auch, an sich ist das, wenn es funktioniert und wenn man Zugriff darauf hat, eine interessante Sache, wie man hier noch wirklich auch an Wissen gelangen kann, was anscheinend oder bis dato verloren gegangen oder unentdeckt geblieben ist. Es ist also nicht einfach nur ein Phänomen in dem Sinne, weil viele sagen ja auch, toll, ja, forscht Geister und wenn ihr eins habt, was ist dann? Da kann man natürlich spekulieren, will ich jetzt aber an der Stelle gar nicht machen. Aber hier sage ich jetzt mal aus Gedanken der Nützlichkeit, weil viele ja auch an Wirtschaftlichkeit denken, drängt sich natürlich automatisch ein Nutzer auf, dass man hier wirklich an interessante Informationen kommt, die wirklich unbekannt sind.
Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis jemand diese über diese Variante erhält. So, was hat sie also erzählt? Sie sagte, ihr Name war damals Antonia und sie wurde von der spanischen Inquisition gefangen genommen und gefoltert, weil sie sich nicht zur neuen Kirche bekennen wollte, wobei sie sich in ihren Inquisitor Francisco und dieser wiederum auch in sie verliebte. Die Namen der örtlichen Inquisitoren sind nur in den originalen spanischen Aufzeichnungen verfügbar, die nur in den Municipal- und Diözesanarchiven der Stadt Cuenca vorliegen. Antonia gab die Namen ihrer alten Freunde an. Diese waren bis dato komplett unbekannt und 8 der genannten wurden erst deutlich später durch Recherchen von Historikern versteckt in den örtlichen Inquisitions- und Municipialaufzeichnungen gefunden. Das heißt, die waren zwar nicht vorhanden in dem Sinne, aber so gut versteckt, dass selbst Historiker Probleme hatten, die zu finden. Drittens, Antonia beschrieb, dass die Tribunalrituale der Inquisition in einem Schloss stattfanden. Ja, das war prinzipiell eine falsche Aussage, denn die Touristinformation hat versichert, dass das an einem anderen Ort war. Können wir also sagen, jo, man sieht, das Zeug ist fehlerhaft, nicht glaubwürdig bzw. nicht 100% sicher. Aber denkst du? Weil sie war so fest davon überzeugt und beharrte auf ihre Aussage. Und nur dadurch fanden Historiker durch genaue Durchsicht der Episkopalaufzeichnung heraus, dass zwar zunächst der benannte Ort der Touristinfo für die Tribunalrituale genutzt wurde, aber ca. 1550 die Inquisition in das städtische Schloss umgezogen war. Also die Touristinfo hat durchaus zwar eine richtige Information gegeben, aber eher nach dem Motto, da hat die Inquisition wirklich mal stattgefunden, aber Antonia schien in einem Zeitraum gelebt zu haben, in dem der Umzug in das Schloss schon stattgefunden hatte. Das war der Touristinfo so anscheinend nicht bekannt gewesen, zumindest ging sie nicht weiter drauf ein. Viertens, laut Antonia war sie selbst eine Bedienung in einer Gaststätte und die Inquisitionsanwärter kamen regelmäßig in diese, wo sie von ihrem Leben auf der Inquisitionshochschule berichteten. Ich habe das hier relativ frei übersetzt, da gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff für, das wird bestimmt nicht damals Inquisitionshochschule geheißen haben, aber ich fand keinen korrekten Begriff, deswegen habe ich das jetzt mal behelfsweise so genommen. Es geht also hier um eine Art Schule, wo Inquisitoren ausgebildet werden. In offiziellen Berichten wird keine Hochschule um diese Zeit erwähnt, also Cuenca hatte zu der Zeit nichts dergleichen gehabt angeblich. Aber in einem alten Archiv in den USA jedoch wurden, und zwar angetrieben durch Antonias Aussage, vorher hat man nämlich gar nicht nachgeguckt, Aufzeichnungen darüber gefunden, dass die Inquisition ca. 1550 in Cuenca eine Inquisitionsschule eröffnet hatte. Und das war die dann wohl gewesen. Fünftens. Zudem sollen nur 2 Inquisitoren in Cuenca stationiert gewesen sein, die sie auch beim Namen nannte, was von vornherein unglaubwürdig erschien, da ein Tribunal, wie der Name es halt schon sagt, Tri steht ja für 3, immer aus 3 Personen besteht. Trotzdem beharrte sie darauf. Das heißt, selbst wenn sie hätte faken wollen, sage ich mal, müsste sie sehr spezielle Informationen gehabt haben und hätte sich doch höchstwahrscheinlich was Glaubwürdigeres auch ausgedacht als so ein Tribunal aus 3 Leuten. Und tatsächlich wurden bei späteren Recherchen in den Lokalarchiven festgestellt, dass in Cuenca wirklich nur 2 Inquisitoren in der Zeit von 1584 bis 1588 genannt sind und deren Namen auch übereinstimmten. Das war also eine ganz, ganz krasse Besonderheit, die man so im Bereich der Inquisition eigentlich nie findet, ein Tribunal aus 2 Leuten. Gut, wir sehen, das waren hier 4 Jahre, das war wahrscheinlich so ein Übergangszeitraum. Ich bin jetzt ein bisschen fies und sage, scherz mal Personalmangel, obwohl das ja natürlich ein sehr ernstes und schreckliches Thema war. Aber irgendwie so eine Übergangszeit wird es da wohl anscheinend gegeben haben. Aus warum ein dritter Inquisitor nicht vorhanden war, ist nicht bekannt. Aber für die Zeit hatte sie recht gehabt. Sechstens, später gab Antonia an, wäre sie nach Peru ausgewandert. Das ist jetzt eine Sache, da kann man drüber diskutieren. Also zunächst konnte das nicht bestätigt werden, aber später wurde ein noch versiegeltes Buch in einer Universität in den USA geöffnet, wo zumindest die Einreise einer Antonia aus Spanien nach Peru um diese Zeit aufgezeichnet war. Nur ist halt in Spanien Antonia auch schon damals kein unglaublich seltener Name gewesen. Und wer weiß, wie viele vor der Inquisition geflüchtet sind und wie viele davon Antonia hießen. Das ist jetzt hier eine Sache, da kann man drüber diskutieren, war es diese Antonia
Ich kann es euch natürlich nicht sagen, aber der Genauigkeit halber muss man das ja auch mal erwähnen. Aber insgesamt haben wir schon 5 Treffer, die so beeindruckend genau sind und wo keiner wirklich Zugang hatte, die erst Historiker wirklich zusammentragen mussten, aus einzelnen Schnipseln, die mal da lagen, dass das beeindruckend ist. Dann kommen wir zum Beispiel 4, Marlboro. Wurde von seinen Einwohnern nebenbei, kleiner Funfact, gerne Marlboro genannt, wie die Zigarettenmarke. Warum, weiß man eigentlich nicht, weil es wurde da gar kein Tabak angebaut, aber anscheinend einfach, weil es ähnlich klang. Aber da kam es einen Fall von einer, ja, Massenretrokognition oder meinetwegen auch Massenreinkarnation, Massenerinnerung. Wir können schwer sagen, was es ist. Sowas ist extrem selten, kommt aber halt ab und an in der Literatur vor. Betraf insgesamt 30 Menschen aus der Stadt Lake Elsinore in Kalifornien und diese konnten sich während einer Massenhypnose an ihr voriges Leben in der kleinen Stadt Marlboro in Virginia, USA erinnern, obwohl keiner von diesen jemals dort war. Doch ein kleiner Einwand, der hier nicht auf den Folien steht, weil es halt auch nicht dazu passt. Einen ähnlichen Fall gab es tatsächlich mit einem ja, Indianer stammenden Klein, wo dann auch alle Bewohner von einem Dorf sich früher daran erinnert hätten, sie wären Indianer gewesen und später hat dann einer, der ein komplettes Buch nur darüber geschrieben, über diesen Fall, die Informationen zusammengetragen und hat sozusagen dadurch das Dorfleben nachgestellt, weil jeder da auch seine eigene Persönlichkeit hatte, die er da verkörpert hat. Unglaublich spannend. Aber zurück zu Marlboro. Das war während des amerikanischen Bürgerkrieges von April 1861 bis Mai 1865 ein strategischer Ort, der von Kriegsleid, Gewalt, Raub und Vergewaltigung geprägt und von der Konföderation besetzt war. Eine der 30 Personen war Maureen Williamson, die einige verblüffende Aussagen tätigte. Erstens. Sie gab an, dass ihr damaliger Name Becky Ashford, die Frau vom damaligen Hilfs-Sheriff und Unionsspion, da muss ich kurz was dazu erklären, wer es nicht weiß, der Bürgerkrieg, da kämpfte die Union gegen die Konföderation oder auch die Nord gegen die Südstaaten. Und dieser Unionsspion hieß John Daniel Ashford. Ja, und der hat eine gewisse Nahrungsvorliebe gehabt, denn der liebte Karottenkuchen. Klingt jetzt erstmal nicht so wichtig, wird aber gleich sehr spannend. Warum? Maureen hatte ab und an den Drang, einfach Karottenkuchen zu kaufen, obwohl sie diesen überhaupt nicht mochte und sie verstand natürlich auch nicht, warum sie überhaupt den Kaufimpuls verspürte und dem dann sogar nachging. Kann aber durchaus sein, dass es halt damit zusammenhing, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, dass im Unterbewusstsein die Information gespeichert war, ich muss für meinen Mann Karottenkuchen kaufen, für den ehemaligen John Daniel Ashford. Zudem wurde das Grab von Becky Ashford auch noch gefunden in Marlboro. Becky berichtete davon, dass sie in den 1860er Jahren in einem kleinen Haus am Rande der Stadt nahe eines Flusses lebte, in dem sie einen kleinen Metallbecher versteckt hatte, damit ihre Kinder immer aus diesem trinken konnten. Als der Fluss daraufhin abgesucht wurde, fand man nahe des Hauses im Flussbett einen entsprechenden Metallbecher. Drittens. Ein anderer Bewohner namens Charlie erinnerte sich daran, dass er ein Zimmer in einer Herberge hatte, auf dessen Balkon eine Schaukel befestigt war. Man hat die Herberge gefunden und natürlich untersucht und tatsächlich fand man auf einem Balkon Löcher in der Decke, die für eine Schaukel geeignet waren. Viertens. In der Stadt gab es einen Tunnel und um die Bevölkerung im Fall eines Angriffs zu schützen, wurden Nischen in diesen eingelassen. Die Nischen wurden dann auch nachträglich noch freigelegt und gefunden. Es sind also auch hier wieder einige sehr, sehr detailreiche spezielle Informationen, die so eigentlich nicht bekannt waren, auf die aber sie Zugriff hatte. Woher kam das? Hatte sie das aus einer Erinnerung aus einem früheren Leben? Ist es Retro- oder Postkognition? Sprich, hier hat sie die Information vielleicht von einem, ich sag mal, Geist oder einer Entität allgemein aus der Vergangenheit enthalten? Hat sie es irgendwo aus einer Art kollektiven Speicher abgerufen? Das sind alles Möglichkeiten. Wie gesagt, im zweiten Teil befassen wir uns damit in Theorien. Aber die Frage muss man sich stellen. Und in manchen Fällen, wie in diesen hier, spricht auch vieles für eigentlich eine Reinkarnation. Denn es sind speziell nur die Erinnerungen von einer einzigen Person. Es gibt durchaus Medien, Croy ist ein gutes Beispiel, der hat von diversen verschiedenen, da
ist Reinkarnation sehr unwahrscheinlich. Würde ja theoretisch bedeuten, erstmal grundsätzlich würde es bedeuten, dass wir irgendwas haben, nennen wir es meinetwegen mal Seele, auch wenn ich finde, dass dieser Begriff religiös sehr abgenutzt ist in dem Sinne. Aber behelfen wir uns mal damit, weil das jeder kennt, die irgendwo reinkarniert. Mal davon abgesehen, dass da einige Probleme mit verbunden sind, auf die wir später eingehen im zweiten Teil. Würde ja automatisch auch bedeuten, dass Croisset und andere Medien, die mit vielen verschiedenen Vorhersagen, Erinnerungen etc. richtig lagen, auf einmal viele solche Seelen in sich hätten. Das wäre auch eine Antwort für Schizophrenie, mal davon abgesehen, was durchaus dafür sprechen würde. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, in Teil 2. Aber das hier ist so ein klassisches Beispiel, wo halt Reinkarnation relativ oder als These sehr wahrscheinlich ist. Dann kommen wir zu Beispielen jetzt noch, die wirklich auch im Bereich der Reinkarnation sehr wahrscheinlich erscheinen. Hukam Singh. In ein Dorf in Nordindien verlor der junge Hukam Singh bei der Arbeit mit einer Futterzerkleinerungsmaschine in den 1970er Jahren die Finger seiner rechten Hand. Bald darauf verstarb der Junge. Etwa zeitgleich wurde in einem Nachbardorf ein Junge namens Lick Pauls ohne Finger an der rechten Hand geboren. Das ist sehr, sehr selten, wenn es keine entsprechende genetische Belastung vorher gab, dass sowas auftritt, also dass per Zufall die Genkombination sich so verändert, dass auf einmal Finger fehlen, tritt so gut wie nie auf. Aber dieser gab später an, die Erinnerung des kürzlich verstorbenen Jungen aus Dorf 1 zu haben. Er berichtete aus seinem vorigen Leben davon, dass sein Vater damals betrunken war und die Zerkleinerungsmaschine drehte und ihn dabei versehentlich die Finger abschnitt. Er wurde ins Nachbardorf geführt und konnte seinen ehemaligen Verwandten erkennen und wurde tatsächlich sogar von diesen auch aufgenommen. Dann haben wir noch Su Mushini als Beispiel 6. Die 10-jährige Su Mushini aus Sri Lanka hatte Angst vor Gewitterstürmen, weshalb ihr Vater sie von der Schule abholte und nach Hause brachte. Diese Angst resultiert aus einer Erinnerung an ein früheres Leben, welches das Mädchen ihren Eltern erzählte, als sie 3 Jahre alt war. Demnach arbeitete sie in einem früheren Leben auf einer Teeplantage in Gampaulo, was 78 Kilometer entfernt war, auf der sie umkam, weil ein Gewittersturm einen Erdrutsch auslöste, welcher sie auf der Teeplantage begrub, woraufhin sie starb. Ihre jetzige Mutter zitierte wörtlich, was sie damals erzählt haben soll. Mutti, es war ein Sturm wie dieser. Es kam zu einem Bergrutsch. Wir hörten ein knallendes Geräusch. Meine Mutter schrie, geh nach draußen und sieh nach, ob es ein Bergrutsch ist. Vater und ich gingen hinaus. Draußen wurde mir eingeschlossen. Und dann war ich hier. Von dem Interview gibt es auch einen Ausschnitt und den zeige ich euch mal. Amma, ida thariyete wassa ne? Mi wage wassa. Wahaina kota. Mi kandakkawa ne ikapata api gedalata. Gudu gudu gala saddiyawa. ඒ එනකොටම අම්ම කෑ ගැහුවා මේ මොකද්ද ඉන්නේ සද්දයක් එනවා අර කන්දවත් එනවාද කියලා බලන්න කියලා ඊට පස්සේ මෙයා තාත්තයි මෙයා දෙන්න ටෝච් එකක් අරන් එළියට ආවා එළියට එනකොටම අපි ඔක්කොම හිර වුණා ඊට පස්සේ මම මොකද කරේ කියලා ඇහුවා එදිරි කියනවා මං ඊට පස්සේ දුවගෙන ටෝච් එකක් අරන් කුලියට ආවා Ihre Eltern fragten Sumushini, wo sie lebte, und sie beschrieb den Ort, den sie später fanden. Zudem konnte sie genau beschreiben, wie Teepflanzen aussahen und wie man diese korrekt erntete. Und zu dem Zeitpunkt war sie nach wie vor 3 Jahre alt. Sie sagte auch, dass alle Teepflücker, bis auf sie und ihre Familie, die Buddhisten waren, Tamilen waren. Recherchen ergaben, dass es 2 Jahre vor der Geburt von Su Mushini tatsächlich in Gampaulo zu einem Erdrutsch gekommen war, der eine Teeplantage verschüttet hatte. Es gab dabei 20 Tote, wobei nur 14 Leichen geborgen werden konnten. Unter diesen befand sich eine buddhistische Familie, der Rest war Tamilen, genau wie Su gesagt hatte. Die Tochter der buddhistischen Familie hieß Devi Malika. Su machte insgesamt 32 Aussagen über Devi Malika, von denen 25 als richtig nachgewiesen werden konnten. Und es heißt nicht, dass die 7 anderen falsch waren, sondern nur, dass sie nicht bestätigt werden konnten. Was auch sehr, sehr schwer ist, wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um Personen handelte, die nicht unglaublich berühmt oder so waren, also über die jetzt auch keine krassen Register oder sonst was war. Es ist ja nicht so, dass permanent an jeden ein Journalist dranhängt. Von daher sind 25 von 32 Aussagen schon extrem gut.
Das letzte Beispiel, zu dem wir heute kommen, ist James Lenninger. Das war ein kleiner Junge gewesen, der sich an sein voriges Leben als Soldat im Zweiten Weltkrieg, wo er Kampfpilot auf dem Flugzeugträger Natoma Bay war, erinnerte. Er gab an, Leutnant James Houston Jr. gewesen zu sein. Er sagte genau genommen Lieutenant, aber das ist halt britischer Slang für Lieutenant oder Leutnant. Er soll mit 21 Jahren bei seinem 50. Einsatz im Kampf von Iwo Jima gestorben sein, wo er abgeschossen wurde und im Pazifik knallte. Er konnte auch die Namen seiner Kameraden benennen, die sich nach Recherche als korrekt herausstellten. Auch das beeindruckendes Wissen von einem kleinen Jungen, der sich mit so einer Thematik höchstwahrscheinlich nicht befasst hat und wenn höchstwahrscheinlich nicht Lust gehabt hatte, alle Namen von diesen Leuten zu recherchieren. Und das sind alles jetzt Beispiele gewesen, die wir uns in Erinnerung behalten möchten, wenn wir dann nach Antworten und Theorien im zweiten Teil dazu suchen. Deswegen habe ich bewusst die Beispiele vorweggenommen, damit man ja eine Vorstellung hat, was für ja, ich sag mal, erstaunliche Geschichten es überhaupt gibt, die so viele Details beinhalten, dass man sagen muss, das kann unmöglich gewesen sein, dass all diese Leute zu so seltsamen Quellen, sage ich mal, die kaum bekannt sind und für die es auch für Historiker und Journalisten schwer war, die herauszufinden, Zugang erlangt hatte und diese dann mit böser Absicht genutzt hätten, um irgendwie ins Rampenlicht zu kommen. Aber davon abgesehen, so berühmt sind die meisten dann halt doch nicht geworden. Ich behaupte mal, von den meisten Sachen werden fast alle hier heute zum ersten Mal gehört haben. Aber das sind so Sachen, wo man sagt, das muss eigentlich außersinnlich Wahrnehmung gewesen sein. Post-Retrokognition oder meinetwegen auch Reinkarnation. Weil sonst wird es schwer zu erklären, wie kamen diese Leute an solche Informationen. Und ich hoffe, wie immer, es war interessant für euch. Habe euch ein bisschen auch auf Theorien für Teil 2 ja, heiß gemacht. Sage ich direkt so, wie es ist. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, wer noch kein Abo dagelassen hat, hilft uns natürlich sehr. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und wenn ihr uns noch weiter supporten wollt, Daumen hoch hilft natürlich auch immer. Kommentare sind auch total toll. Erstens lese ich sie gern. Zweitens hilft das auch dem Algorithmus, beziehungsweise uns über den Algorithmus. Wer ganz viel tun will, in unserer Videobeschreibung findet ihr auch noch Varianten, wie wir arbeiten und wie wir unterstützt werden können. Bis dahin sage ich, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.